Am Mittwoch ist Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter zu einem Redaktionsgespräch bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus gewesen. Dort stellte er sich unter anderem den Fragen von Chefredakteur Oliver Haustein-Tesmer und Reporter Christian Taubert. Ein Thema dabei, die Kreisgebietsreform. Herr Minister, die Kreisreform geht ins Finale in diesem Jahr, zumindest was die Entscheidung im Landtag betrifft. Wird denn aus Ihrer Sicht der Niederlausitzkreis zustande kommen? Das entscheidet am Ende, wie Sie und ich wissen, der Landtag. Bis dahin wird noch viel diskutiert. Wir haben die Frist für die Stellungnahme, die die Landkreise und kreisfreien Städte zu diesem Thema dem Innenministerium geben können, bewusst um einen Monat verlängert, um nicht nur zu dokumentieren, wir wollen das alles nicht, sondern vielleicht auch, um ausgewogene Vorstellungen, die man in der Region entwickelt hat, uns zur Kenntnis zu geben. Ich bin gespannt, ob da eine Komplettablehnung am Ende uns signalisiert wird oder ob man vielleicht sagt, wir könnten uns hier in der Lausitz auch eine andere, dem Leitbild einigermaßen entsprechende neue Regelung vorstellen. Ich entnehme Ihren Worten, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist bei den Kreisen. Das letzte Wort ist gesprochen, wenn die Stimmen im Landtag zu diesem Thema ausgezählt sind. Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion und vielleicht auch über interessante Stellungnahmen zu unserem Vorschlag, die dann möglicherweise dem Leitbild entsprechende Alternativen beinhalten. Danke. Gerne.